Kaum ein Prozess bewegt die Niedersachsen so sehr wie der um Martin N. Seit heute steht der sogenannte Maskenmann in Stade vor Gericht. Kinder hatten ihn als Monster beschrieben, der sie sexuell missbraucht hat. Lange wurde ihnen nicht geglaubt. Dabei hat Martin N. nach seiner Verhaftung im April zugegeben, drei Jungen entführt, missbraucht und umgebracht zu haben. Außerdem muss sich der Maskenmann für 20 sexuelle Übergriffe verantworten. 20 weitere sind verjährt. Olaf Kretschmer ist für uns zum Prozessauftakt gefahren. Die langen Haare, der dichte Bart. Martin N. möchte nicht, dass sein verändertes Äußeres gefilmt oder fotografiert wird. Der 40-jährige Angeklagte, der drei Jungen getötet und rund 40 weitere sexuell missbraucht haben soll, macht sein Recht am persönlichen Bild geltend. Nachdem, wie man sagen müsste, die Maske sozusagen gefallen ist, ist sein Gesicht allen bekannt. Und er hat jetzt versucht, sicherlich über den Bartwuchs und über die Veränderung seiner Haare dafür zu sorgen, dass ihn eben nicht gleich jeder wiedererkennt, insbesondere soweit es eben in der Justizvollzugsanstalt dazu kommt, dass er auf andere Mitgefangene trifft. Allein die Verlesung der Anklageschrift dauert fast eine halbe Stunde. Sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung, Freiheitsberaubung. Die Liste des Staatsanwalts ist schier unendlich. Insgesamt drei Morde werden dem Angeklagten vorgeworfen. 1992 verschwand der 13-jährige Stefan aus einem Internat in Schesel. Fünf Wochen später wurde seine Leiche in den Pferdener Dünen vergraben aufgefunden. 1995 wurde Dennis, 8 Jahre alt, ermordet. Seine Leiche wurde in Dänemark in einer Sanddüne gefunden. Zuletzt soll der mutmaßliche Kindermörder 2001 den 9-jährigen Dennis aus dem Landkreis Osterholz-Scharmbeck missbraucht und getötet haben. Immer wieder wurde der Täter von Zeugen als Mann mit einer schwarzen Maske beschrieben. Rund 20 Jahre dauerte es, um ihn zu fassen. Der Angeklagte bleibt während der Verhandlung regungslos, auch als ihm die Taten vorgelesen werden. Ulrich Jahr, Vater eines der getöteten Jungen, hat nichts anderes erwartet. Dass er sich zu Anfang da das Gesicht verdeckt und dass er dann völlig regungslos da sitzt und das über sich ergehen lässt, das kennt man ja nun schon aus anderen Prozessen. Insofern ist das jetzt nichts Außergewöhnliches. Martin N.'s Anwälte kündigten heute eine Erklärung an. Sie soll etwa 1,5 Stunden dauern und am nächsten Verhandlungstag verlesen werden. Der Angeklagte selbst will keine Fragen beantworten. Prozessbeobachter rechnen mit einem Geständnis. Wenn er sein Geständnis wiederholt, dann wird es dazu führen, dass wir einen relativ kurzen Prozess erleben werden. Wir sind da nicht gehalten, sämtliche Zeugen vor Gericht zu zerren. Wir müssen auch nicht viele Beweismittel mehr einführen, sondern wir würden dann relativ schnell zu einem Urteil finden können. Das würde den Angehörigen der getöteten Jungen und auch einigen Opfern selbst unangenehme Zeugenaussagen ersparen. Ein Geständnis wirkt sich manchmal strafmildernd aus. Die Angehörigen haben aber eine andere Erwartung. Ich hoffe, dass die Staatsanwaltschaft da eine gute Beweisführung vorlegen kann. Ich würde mir wünschen, dass es nicht zu einem Indizienprozess am Ende kommen würde, denn das ist nicht befriedigend. Da bleiben immer Restzweifel übrig. Die möchte ich gerne geklärt haben. Und dann hoffe ich mir auch eine Verurteilung im Sinne der Nebenkläger. Das heißt? Das heißt lebenslänglich mit anschließender Sicherheitsverwahrung. Geplant war ein mögliches Urteil für Dezember. Bei einem Geständnis könnte es deutlich früher gefällt werden.